Na, dann leuchten wir der Leiche im Loch mal heim. Ja. Ja. Sein rundes Kellergewölbe passt perfekt zu diesem Turm. Das ist eigentlich nicht das erste Stockwerk gewesen oder das Erdgeschoss, in dem ihr euch befunden habt, sondern das, wo er oder sie liegt oder lag, ist tatsächlich dann wohl das Laboratorium gewesen. Irgendwer hat hier wohl was draufgesetzt, zumindest, ja gut, wenn ihr jetzt so, das könnte mal sowas wie ein Einstieg gewesen sein. Es gibt dann ja zerbrochene Holz, vermodert, sicherlich mal sowas wie ein Laboratorium. Was vor allem mir das auffällt, ist, diese Person ist vor über einem Jahr gestorben, weit vor über einem Jahr. Denn im Gegensatz zu den Untoten, die ihr draußen bekämpft habt, ist diese Person vollständig skelettiert. Die Robe in Schwarz und Rot ist ein älteres Modell. Du hast natürlich auch die Borberatianer damals bei der Eroberung gesehen, aber auch das ist keine Mode, die man vor 6, 7, 8 Jahren getragen hat bei der Eroberung von Schwarztobrien oder damals Weißtobrien. Das ist noch wesentlich älter. Hat sie denn mir bekannte Zeichen bzw. Verzierungen? Gilden? Ja, doch, würfel mal Magiekunde. Dämonologie würde zählen, wenn du die Spezialisierung hast. Gucken wir mal. Oder irgendeine andere Spezialisierung, die du ihm anbieten kannst. Ich glaube, das lassen wir. Ich bin mir sicher, ich kenne die. Ich glaube nur nicht, dass es die richtigen sind. Ich sag doch, ich habe Barbarat gefunden. Ja, schwarz und Ja, rot. Es eindeutig. könnte auch ein Chorgeweihter sein. Edith neben dir runzelt ausgesprochen irritiert die Stirn und sucht anscheinend irgendetwas, denn die Fackel wird hin und her gehalten. Könnt ihr euch das erklären? Was macht er da unten? Das weiß ich nicht. Wo ist seine Waffe? Warum eine Waffe? Sollte er eine tragen? Tragen die normalerweise eine? Ja, tun sie es denn nicht? Ich weiß nicht. Ihr habt mir zum ersten Mal von diesen Dienern erzählt. Ach, die tragen meistens Dolche. Ich meine, er müsste eine Waffe haben, eine größere. Kennt ihr ihn denn? Wisst ihr, wer da unten ist? Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Der Mann ist offensichtlich tot und die Frau oder was auch immer das war. Ich kenne doch niemanden in einem hiesigen Turm verliesen. Bitte. Labor, was auch immer. Nur weil ihr so überzeugt seid, dass diese spezielle Person eine Waffe tragen muss. Jeder gute Dienerkurs sollte eine Waffe tragen, oder nicht? Er ist ein Gottesdiener. Ich weiß Eben. nicht. Was, dort liegt ein Chorgeweihter? Eine gewisse Ähnlichkeit wäre zumindest vorhanden. Zumindest hier, wenn man den Kopf ein wenig dreht. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber das wäre möglich. Wobei es auch keinen Sinn macht, dass der in einem Verlies liegt. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist er runtergefallen. Hat es hier überhaupt eine Treppe? Ich zieh mich mal rüber und schau auch mal in das Loch rein. 3 Dioden und 2 Fackeln. Auf was muss ich würfeln? Magiekunde, Spezialisierung, kannst du mir was anbieten? Habe ich nicht, aber ich würfel auf Dämonologie Magiekunde. wäre definitiv dabei. Ja. Mittlerweile kommt auch Roald mit Ture wieder zurück. Und tatsächlich haben sie auch was gefunden. Und habt ihr schon was gefunden? Also, Entschuldigung, Adepter, Mir aber. schon. Oh, gleich, kommen wir gleich zu. Ja, gib mir das Zeug. Ich gebe ihm das Zeug. Gib mir das. Und was mache ich jetzt damit? So, und jetzt? Ture, muss ich das essen? Muss ich das zerstampfen? Was mache ich damit? Streiche ich das auf die Wunde? Wir müssen es einkochen und dann musst du das mit Alkohol einnehmen. Und zwar viel Alkohol. Weil sonst kriegst du das nicht runter und es wird dir auf jeden Fall den Appetit verderben für die nächsten paar Tage. Immer noch besser als tot sein, oder? Du bist doch noch dein prima Feuer, oder? Bist du des Wahnsinns? Willst du etwa nicht ein wenig von deinem prima Feuer opfern, um einen Freund das Leben zu retten? Ich habe noch einen halben Weinschlauch. Beruhigt euch. Oh, das nehme ich auch. Aber Adepter, das da unten ist kein Chorgeweihter. Nun, meine Augen sind doch nicht mehr die besten, aber seid ihr euch sicher? Da seht. Ich zeig mal auf einen Teil der Robe. Ja, Borberat, das Siegel des Shandas, Goddammit. Das ist allerdings sehr alt, oder nicht? Ja, und? Er ist halt schon lange gestorben. Oder war einer der Älteren. Ach, ich glaube, Da von unten hier liegt auch oben noch werden wir uns sein nicht Stab einig. rum.
Wir müssen da runter. Zieh ich mich mal über den Boden und fang an, Feuerholz zusammenzusuchen. Ja, ich helfe dir und mach jetzt erstmal ein Feuer auf. Ja, so können die eine Hälfte ein Feuer machen und die andere sich nach unten lassen in den Keller. Das, was ihr dort unten findet, ist tatsächlich, wenn ihr es nach oben buxiert, wenn ihr das wollt. Na. Das, was ihr dort unten findet, ist definitiv ein Skelett. Es ist weiterhin unbelebt und ja, ob es zu einer männlichen oder weiblichen Person gehört, wisst ihr nicht. Die Robe ist weiterhin unbeschädigt. Es gibt das Siegel darauf, was wohl bei genauerer Betrachtung als das Siegel von Borberat eine wesentlich ältere... Na gut, da müsste man sich jetzt wirklich mit Magie-Theorie auskennen, mit Geschichtswissenschaften. Es ist sehr alt. Es ist nicht das Zeichen, nicht das Siegel, was er vor 8 Jahren getragen hat. Aber er war ja wohl noch ein zweites Mal da, weiß zumindest, wissen zumindest diejenigen, die sich mit dem Sphärenschänder beschäftigt haben, weil er oder sie vielleicht auch bei der Schlacht der 3 Kaiser da waren. Aber mit dem Stab, ja, tatsächlich, es ist kein Chorgeweihter. Das Licht war sicherlich schlecht und du hattest noch diesen Gestank von den Untoten. Ja, es muss das Siegel von Borberat gewesen sein. Und ja, du siehst auch jetzt wieder diese merkwürdige Zeichnung, die dort wohl eben noch eingetragen ist, mit der Schlange und einem Spiegel, einem Stab. Das ist das, was Ador schon oben im Stein gefunden hat. Sieht aber nicht nach Firun aus oder nach Arvis oder nach Isinde. Nee. Ist nur die Frage, ob der Charakter es weiß. Dementsprechend. Götter und Kulte. Ja. Also ich hatte die Probe ja gerade eben geschafft. Kenne ich das? Ja, gib mir nochmal eine Götter und Kulte Probe. Okay. Safe nichts, aber egal. Ha, doch. Es wird irgendeiner von den 12 Erzdämonen sein, aber du weißt nicht genau, welcher. Es sind so viele und du willst ihre Namen nicht nennen, du willst sie nicht studieren. Einer von den Namen ist es. Ja. Du hast hoffentlich gut darauf geschlafen. Ich glaube, das ist eine Sigille von so einem von den 12 Widersachern. Das würde zumindest passen. Warum ist mir das vorher noch nicht aufgefallen? Weil wir nicht damit gerechnet haben, dann macht man sich meistens keine weiteren und tiefgehenderen Gedanken darüber. Eigenartiger Turm. Ob es wohl diesen Mann da gehört hat? Nun, das ist durchaus im Rahmen des Möglichen. Meister, hat es hier unten irgendwelche Schriftstücke oder dergleichen, die sich eventuell gehalten haben? Es gibt eine vermoderte Tasche, die auf dem ehemaligen Schrank mal lag. Der ist aber auch zusammengestürzt und das Holz ist nicht mehr als Holz zu erahnen, fast schon versteinert mittlerweile. Es gibt eine Tasche und darauf auch vergilbte Papiere hier. Dann werden sich die Handschuhe übergezogen und dann vorsichtig im Licht der Stabfackel mal geschaut, was man darauf findet, weil das könnte vielleicht einfach mal helfen. Ja, Edith weiß, was sie tut. Du findest Informationen, Siegel aus Almada, Punin, Kaldaya, zumindest steht es darauf. Du warst selber vielleicht noch nicht genau da, aber irgendwas mit einer Globule Fremelshof. Du findest Daten, die wohl sich auf das Jahr 590, 591 zurückdatieren lassen. Das sind die grausamen Magierkriege gewesen. Mhm. Und nachdem du so ein bisschen weiter stöberst, kannst du auch finden ein, und die ist tatsächlich nicht vergilbt, ein Seidentuch, in das etwas eingeschlagen ist. Ungefähr so groß wie deine Hand. Ich habe Handschuhe an, ich bin ein neugieriger Mensch. Vorsichtig öffnen. Ja. Während du das begutachtest, ein bisschen drüber streichst, Roald und Ado haben ein ganz ungutes Gefühl bei so ein richtiges Ziehen. Adepta, ich glaube, ihr solltet das lassen. Ja, das. Da würde ich zustimmen. Es wurde einen Moment lang sehr zweifelnd geschaut. Das wäre auch überfällig, mein Freund. Wird zweifelnd geschaut, dann werdet ihr gemustert. Nun, ihr habt doch relativ schnell festgestellt, dass sich etwas nähert. Von dem her... Es wird nicht lang getastet, Meister.
Bin ich der Überzeugung, ich kann den Kram in unterschiedlichen Gürteltaschen verstauen? Ja, also du guckst dir die vergammelte Umhängetasche an, da wird es wohl nicht mehr reinpassen. Die Protokolle zu Fremelshof wirst du sicherlich verstauen können. Ja, man sollte vielleicht, ja, du schaust so ein bisschen an den anderen vorbei, ob man das vielleicht bei den anderen irgendwo verstauen könnte, aber bevor die das irgendwie anrühren, dann lieber bei dir am Gürtel tragen. Ardo schüttelt auch energisch den Kopf, als es prüfend seinen Blick über ihn schweifen lässt. Dann wird genickt. Nun, dann werde ich das wohl einpacken und es später bei Tageslicht und anderswo untersuchen. Tut es doch in den Topf hier. Gutes Eisen wird uns schon schützen, was auch immer das ist. Ich weiß nicht, ich würde es hier lassen. Da, wo wir es gefunden haben. Noch ein paar Steine über das Loch drauf tun, was wir da oben gefunden haben und hoffen, dass es nie jemand findet. Ich habe da wirklich kein gutes Gefühl bei. Vielleicht noch den Turm abbrennen. Ihr könnt einen Steinturm nicht abbrennen. Genau, so etwas bringt man in einen Praias- oder Hesindetempel. So etwas lässt man nicht liegen, damit die Nächsten, die wie wir hier nächtigen, es finden. Gib mir einen Moment, ich hol den Eisentopf. Mein Gott. Ja, das ist die Idee. Laufe ich kurz zurück zum Lager, hol den Eisentopf. Worein das hoffentlich passt. Ja, sicherlich. Wie gesagt, das Ding, was in das Seidentuch eingelegt ist oder umwoben ist, ist so groß wie deine Handfläche. Die Unterlagen kommen auch alle in den Eisentopf. Das Ding kommt wahrscheinlich schon allein zur Verwahrung in eine Tasche. Weil wenn alle sich damit unwohl fühlen, aber die Tasche. Ja, wie gesagt, Eisentopf, damit man geschützt ist. Eisen hilft immer gegen so Zeug. Das ist ganz hervorragend. Sie stopft alles, was an Aufzeichnungen da war, in den Eisentopf. Nur die Tasche nicht. Also die vermoderte Tasche nicht, das wäre blöd. Dankeschön. Und das da, es gibt einen garstigen Blick in Richtung Skelett, könnt ihr meinetwegen enthaupten, anzünden, verbrennen, zerschlagen, was auch immer. Ja, zu Boron gehört hier so jemand nicht. Lautes Knarren, als du schon gesagt hast, enthaupten, habe ich meinen Halbhänder gezogen und mit einem Schlag soll das Skelett dann auch in seiner Robe sich zusammenfallen. Einzelne Knochen, die sich über den Boden verteilen. Was erstaunlich ist, die Robe ist blitzblank, obwohl hier unten alles staubig bedeckt ist, die Robe ist es nicht. Sie glänzt noch, als wäre sie niegelnagelneu. Meister, nur so versuchsweise. Den Dolch nehmen und mal schauen, ob sich das Ding anschneiden lässt. Die Robe. Nein. Überraschung. Ist in dem Eisentopf noch Platz? Ja, für eine Robe definitiv. Kannst du es zusammenknüllen, wenn du möchtest. Also so sehr Edis offensichtlich oben darauf bestanden hat, Leute, deren Namen das wahrscheinlich nicht waren, mit Namen und Gebeten zu bestatten, bis sie nur noch Asche sind. So kompromisslos wird, sobald feststeht, das ist Barbaradianer gewesen, einfach die Robe an einem Ende gepackt und ausgeschüttelt, bis die Knochen raus sind mit einem Boron, vergib mir, zusammenfalten, den Topf schaffen. Sehr schön. Meint ihr, den Topf kann ich irgendwann wieder benutzen? Nun, ihr bringt ihn mit in den Tempel. Wir könnten auch das Innere vom Eisentopf anzünden. Da bin ich ganz bei Ardo. Ich hab vorher schon am besten auch mit dem Zeug, das ihr jetzt gerade noch in eure Tasche gepackt habt. Das werden wir in der Tat nicht tun. Ich möchte, dass das in einem Tempel untersucht wird. Wenn euch zu unwohl dabei ist, werde ich diesen Topf eben selber tragen. Ich glaube gar nicht, was man mit Feuer alles Gutes machen kann. Ich kann mir vorstellen, was man mit Feuer alles Gutes anstellen kann. Ich habe einen Teil davon in meinem Leben schon selber angerichtet, aber... Oh, was habt ihr so angezündet? Alles, bei mir war es ein Kerzenzieherhof. Oger, Untote, Paktiere. So, jetzt gebt mal den Wein her und jetzt versuche ich mal dieses Zeug runterzuziehen. Das riecht ja schon widerlich. Ja, so könnt ihr die restliche Nacht über ein bisschen Trashbad aufkochen in viel Alkohol, euch eine andere Bleibe suchen, vielleicht keinen dämonenverseuchten Paktiraturm von irgendeiner erzdämonischen Wesenheit, irgendeine Forschung, die hier vor langer, langer Zeit getrieben worden ist, vor sicherlich mehr als 400 Jahren. Und die Nacht über hier verbringen. Es gibt keine weiteren untoten Angriffe geben, nur noch die Gesänge der Torwale werden die Nacht über weiter aufrechterhalten, was Ture vielleicht Sorgen bereitet. Du konntest es nicht ganz verstehen, aber es klingt so ein bisschen nach Blutritual.
Am nächsten Tage könnt ihr eure Zelte wieder einsammeln, die Ausrüstung verstauen, das Feuer löschen, was ihr mitten im Wald dann irgendwo gemacht habt, und mit einem guten, unguten Gefühl diese Szenerie wieder verlassen. Ihr habt eine grobe Orientierung und könnt euch dann in Richtung Süden aufmachen, auch wenn ihr die Straße, die Handelsstraße, noch nicht wieder gefunden habt. Aber nach einiger Zeit, nachdem die Sonne dann am Himmel wieder aufgegangen ist und das Prios mal mit den leuchtenden Strahlen durch den Weg weist, könnt ihr dann wieder die Sillabergstraße unter euch erkennen, die Steine, die wieder zunehmen. War das schon Uhlenwacht? Seid ihr dran vorbeigekommen? Und könnt den fast halben Tag, den ganzen Tag über auf dieser Straße wandern. Es gibt den einen oder anderen Meilenstein, den ihr erkennen könnt, und dann trefft ihr auf ein kleines Schild, was das Ende der Baronie andeutet, beziehungsweise es gibt einige Wegweiser, die dann Burg Grassing andeuten, den Mantikorensee, Dobirach, den Roten Wald, den Forstsee, Markt Arlingen. Wo wollt ihr hin? Man hat uns den Roten Wald als Ziel genannt. Gut, so könnt ihr weiter in Richtung Süden ziehen, wenn es keinen Widerspruch gibt, und neben euch den einen oder anderen Hügel erkennen. Wirklich Bauern könnt ihr auf den Feldern nicht erkennen, auch wenn wir gerade Prios haben und die Sonne die Äcker küssen könnte. Hier abseits der großen Reichsstraße dürfte es auch keine Verseuchung von der Schwefelwolke Rahastes geben, die sonst den Rest verheert hat. Aber die Felder liegen brach und ihr wisst nicht genau, woran das liegt. Während ihr weiterzieht, könnt ihr dann aber auch tatsächlich so etwas wie einen roten Wald erkennen, der dann auf der linken Seite von euch liegt. Und einen weiteren Wegweiser, der nicht den roten Wald ausschildert, aber auf der anderen Seite liegt dann wo Burg Grassing. Ein weiterer Wegweiser, der weiter in Richtung Süden weist, direkt durch den Roten Wald hindurch. Es gibt eine Ruinenstadt, Forstenau, Eschenbach, Gilbenheim oder die Zollburg und Rankara Liretena. Die belagerte Stadt, von der ihr ebenso gehört habt. Dann wird spätestens an der Weggabelung mal innegehalten und der Rest Fragen dann geschaut. Nun, wollen wir uns in Burg Grassing erkundigen oder wollen wir einfach drauf loswandern? Ich denke, einige Erkundigungen reinzuholen, wäre nicht die dümmste Idee von Ortskundigen. Jene, die ihn vielleicht auch leibhaftig gesehen haben. Irgendwoher müssen die Gerüchte ja kommen. Außerdem wäre es vielleicht nicht schlecht, sich vielleicht ein bisschen rückzuversichern, dass das, was wir hier tun sollen, auch den Wohlwollen der örtlichen Behörden bzw. der örtlichen herrschenden Schicht in irgendeiner Form hat. Versteht mich nicht falsch, aber sollten die örtlichen Edlen, die Praios in seiner Weisheit und Güte eingesetzt hat, sich desselben Aberglaubens bekräftigen, wie das Volk es tut, nichts gegen euch, mein lieber Rogel, dann werden sie wahrscheinlich davon ausgehen, dass wir diesem, sie wedelt ein bisschen nachlässig mit einer Hand, diesem heiligen Tier nicht zu nahe kommen dürfen, um es nicht in seiner wie auch immer gearteten Mission zu stören. Sollten sie diesen Aberglauben nicht hegen, werden sie sich wahrscheinlich über jeden Bauern, den wir ihnen retten können, freuen, weil der Krieg ohnehin zu viel Leben gekostet hat. Dementsprechend sollten wir vielleicht nicht mit der Tür ins Haus fallen, zu erklären, was wir hier eigentlich tun, so sehr es mir auch widerstrebt, ausgerechnet ein solches Vorgehen vorzuschlagen, sondern vielleicht erst einmal nur die Erkundigung einziehen, wie man das hier sieht. Lange Rede, kurzer Sinn. Ihr wollt, dass wir uns ein bisschen bedeckt halten mit unserer eigentlichen Mission. Und in der Tat, vorsichtig, also bitte lasst nicht mich mit irgendjemandem reden. Ich bin der Wahrheit verpflichtet. Wie sehr Wahrheit ist es, wenn ihr zulasst, dass jemand anderes an eurer Stadt lügt? Ich habe nie behauptet, dass einer von uns lügen soll. Ich habe nur darum ersucht, dass wir vielleicht nicht direkt beim Adligen vorstellig werden, um ihm zu erklären, dass wir vorhaben, ein eventuell heiliges Tier zu jagen. Ja, das ist keine gute Idee. Siehst du? Nun, ich rede auch nicht unbedingt davon, direkt zu lügen. Es war nur eine Überspitzung. Und ich schmunze immer noch und gehe einfach mal so Richtung Burg. Drücken wir das einfach so aus. Ich für meinen Teil habe die letzte Nacht so gut wie gar nicht geschlafen, und wenn ich zu irgendetwas Nutze sein soll, dann werde ich ausruhen müssen.
Dementsprechend bin ich heute einfach nicht. Sie guckt einen Moment lang nach oben, reibt sich die Nasenwurzel. Praios, vergib mir, bin ich einfach nicht fähig, mit irgendjemandem Konversation zu treiben. Ich werde mir ein Zimmer nehmen und meditieren und schlafen. Dafür, dass ihr nicht fähig seid, redet ihr aber ganz schön viel. Nun, mein Lieber, das Reden hat mir beigebracht, seit ich ein kleines Mädchen bin. Das Disputieren auch. Das ist ausgesprochen vorteilhaft für euch, verehrte gelehrte Dame. Und für euch erst. Wieso für mich? Ich werde das Reden nicht übernehmen. Das überlasse ich Ardo. Das soll mir recht sein. Wir müssen vielleicht auch nicht zur Burg an sich. Vielleicht reicht es ja, wenn wir einige Bauernhöfe abklappern und uns mit den Bauern an sich unterhalten. Dann würden wir auch dem Adel aus dem Weg gehen. Und wären damit nicht dem Lügen und damit wiederum einer Sünde wieder Praios angetan. Ich denke, das ist ein guter Vorschlag. Ich soll mit ein paar Bauern reden, oder? Ja. Ja. Nehmen wir auch Rogel mit. Gehen wir mal schauen. Komm mal, Rogel, mit. Komm mit, Rogel. Rogel, komm mit. Cool. Ja, und dann werde ich noch ein paar Bauern suchen. Ja, ihr sucht und sucht. Es gibt in den umliegenden Gehöften den ein oder anderen, ja, Stall, eine verlassene Siedlung, aber es ist nicht niedergebrannt. Trotzdem sind die Bauern verschwunden. Erst als ihr dann nach grob zwei weiteren Stunden auf Gendren getroffen seid, sehr nah am Wald gelegen, einige Waldbauern, einige Köhler, die ihr hier erkennen könnt, werdet ihr zwei, drei Leuten gewiss, eine dritte Person, die sich dahinter einem großen Kohlhaufen versteckt, die da wohl immer noch räuchert, und die anderen nehmen wohl auch ihre Holzfäller-Äxte in die Hand und verteidigen sich oder gehen in so etwas wie eine Grundposition, als sie Ardo und Rogel erkennen. Sind die anderen mit dabei oder sind die weiter im Hintergrund? Ich würde mal sagen, etwas im Hintergrund. Mhm. Ja, also da müssen wir jetzt nicht alle mitlaufen. Ja. Zwölfe zum Gruße, guten Morgen. Ortfried zum Gruß. Travia, zum Gruße, hallo. Ortfried mit euch, wer seid ihr? Ich bin Rogel. Das ist Rogel und ich bin Ardo. Hallo, Rogel. Hey. Hallo. Ich bin Aldewein, das ist Fairling und da drüben ist Dingle. Schön, euch kennenzulernen. Dieser fliegende Stier, habt ihr von dem gehört? Er schlägt ein Zeichen vor seiner Brust. Ja, der heilige Ortfried. Ah, der heilige Ortfried. Seid ihr Pilger? Er nicht ganz. Lässt seine Waffe sinken und hebt sie dann gleich wieder. War's nicht ganz. Wir haben nur davon gehört. Ich bin interessiert an solch fantastischen Tierwesen. Also noch ein Pilger. Er lässt wieder seine Axt sinken. Wenn man es so ausdrücken möchte, ja. Ja. Sehr gut, sehr gut. Dann, ihr könnt ihn eigentlich gar nicht verfehlen. Ihr müsst von hier aus direkt in den Roten Wald. Dort sitzt er, am Forstsee. Am Forstsee? Forstsee. Sagt, ihr betet zu ihm? Der heilige Ortfried, ja, selbstverständlich. In großer Not kommt er zu uns und er ist eingetroffen, er hilft uns. Und, was macht er? Er grast auf der Wiese, was soll er schon tun? Er ist ein Stier. Aber ihr habt gesagt, er hilft euch in großer Not. Ja, der Alrik ist ein Prophet und er deutet die Zeichen. Wer ist Alrik? Der Prophet. Wo ist der Prophet? Der Prophet ist bei dem Stier natürlich. Bei dem heiligen Ortfried, er schlägt wieder das Zeichen vor seiner Brust. Ich finde den heiligen Propheten beim heiligen Stier, beim heiligen Ortfried, und ich schlage jetzt auch mal das Zeichen, bisschen Gelenk. Ja, guck kurz, ob du das Zeichen richtig schlägst. Zuckt so ein bisschen mit den Schultern. Ja, genau, am Forstsee. Ah, okay. Direkt am Bärenbach. Ihr könnt das gar nicht verfehlen. Seit wann ist er denn hier wieder, der heilige Ortfried? Ich glaube, seit einem halben Jahr. Und sonst? Macht er was außer Grasen? Nein. Das ist ein heiliges Tier. Er ist ein heiliges Tier, genau, richtig. Fliegt er auch manchmal so durch die Gegend? Ja, ab und zu. So. Einmal ist er sogar über unser Haus geflogen. Und, ist dann die Ernte besser gewesen? Ja, selbstverständlich. Wir haben Alrik auch gleich eine ganze goldene Münze gegeben. Eine goldene Münze für den heiligen Propheten. Das ist angemessen. Ja. Er ist wahrlich ein guter Prophet. Dann, eine ganze Münze. Ortfried mit euch und danke. Er schlägt das Zeichen vor seiner Brust. Schlagt das Zeichen vor meiner Brust. Und Ortfried mit euch. Danke.
Danke. Komm, Rogel, wir gehen wieder. Die Wunde war nett. Ja, das war verwunderlich. Sag mal, Rogel. Und ihr Torwaller könnt euch verpissen. Ja. Sag mal, Rogel, bei euch kommt ihr rum und tötet Dinge oder zerstört Dinge? Also der jagt uns von den Feldern und wenn man nicht schnell genug ist, dann man nicht schnell genug. Und das heißt? Dass man nicht mehr nach Hause kommt. Nimmt er den da mit oder hast du so richtig gesehen, wie Leute von dir zerlegt wurden? Es ist ein Stier. Bist du schon mal von einem Stier angegriffen worden? Der Punkt. Aber Stier scheint es ja nicht zu machen. Ganz platt. Ist platt. Mittlerweile werden kleine Kohlebröckchen in die Richtung der Torwaller, vor allem in Richtung von Ture, geworfen. Sie werden natürlich nicht treffen auf die Entfernung, aber ihr könnt den Unwillen und den Unmut gegenüber den Torwallern erkennen, vor allem denjenigen, die 2 Meter groß sind. Gut, kommt, wir verschwinden besser. Ich bin kein Torwaller, aber auch 2 Meter groß. Man kann sich ja noch größer machen. Strohhut weg, Spitzhut drauf. Garstig gucken. Also die haben gesagt, am Vosssee ist der heilige Prophet Alrek. Mit dem heiligen Stier Ornislav oder so ähnlich. Ach, Prophet. Jetzt haben wir auch noch einen heiligen Propheten. Ja. Der klingt immer besser, nach einem unheiligen Lügner. Das klingt auf jeden Fall alles sehr ihr kennt anders. Ihn doch noch gar nicht. Nein, kenne ich nicht. Also ich weiß nicht, hier haben sie davon berichtet, dass der Stier nur rumsitzt und vor sich hin grast und beim heiligen Propheten vor sich hin grast. Rogel hier sagt, dass bei ihm zu Hause werden die Leute davon platt getrampelt. Rogel, wenn ich das recht verstanden habe, bist du allerdings auch gute 1,5 Tagesreisen von hier entfernt zu Hause, richtig? Ja. Und also ich war noch nicht so oft so weit unterwegs. Ich weiß nicht, sind wir langsam oder sind wir schnell unterwegs? Wir waren recht zügig unterwegs. Dann ist das richtig. Und der Stier, den man bei euch gesehen hat, der hat mehr oder weniger, hat der Schwingen gehabt oder war es einfach ein großer Stier, der Leute über den Haufen gerannt hat? So schlimm das auch sein mag. Nein, es ist das Tier aus der Sage, ja. Gut, dann werden wir ja sehr schnell wissen, ob der Stier an diesem Forstsee das Tier aus der Sage ist. Hat er keine Flügel, hat er nichts damit zu tun. Und ansonsten so wie die Bauern es gesagt haben, hat er durchaus Flügel. Das scheint derselbe zu sein. Wundervoll. Ja, dann würde ich beantragen, dass wir uns vielleicht einen Moment lang ausruhen. Sollte das ja nicht im Meere sein, möchte ich dagegen arbeiten können. Das wäre schlecht, richtig? Das wäre in der Tat schlecht, ja. Ja.